Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Mega Man X. Ja, wir sind weiterhin in diesem Anwesen hier und müssen nochmal weiterhin gegen, müssen wieder gegen die Spinne. Wir hatten sie gerade vorhin fast gehabt. Jetzt habe ich euch auch wieder hoffentlich auch nerven, um sie pass auszugucken, aber nicht, wenn die direkt mit den kleinen Dingern hier loslegt. Ich habe sie zum Glück getroffen. Sie hat genauso viel Schaden genommen wie ich. Das wird sie da vorne hinbringen. Und es hat getroffen, das ist aber auch ganz gut. Sie wird hier bleiben. Ja, nur normaler Treffer, aber egal, Hauptsache getroffen. Sie wird hier rüberkommen. Nein. Sie wird da rüberkommen. Jetzt kommt der Kleine. Ja. Nur normal getroffen, aber ist ja auch wieder Hauptsache Treffer, würde man sagen. Sie kommt hier rüber. Nein. Oh Gott! War das jetzt gerade wieder verwirrend. Alter, hör auf, diese kleinen Mistviecher. Ja, sie bleibt hier. Haben wir nicht richtig aufgepasst. Alter, was ist das denn, ey? Boah. War mir gleich klar. Ich werde natürlich mal wieder getroffen. Weil ich natürlich jetzt gerade noch nicht. Sie kommt hier rüber. Wieder normaler Treffer. Oh Gott, ey. Harter Treffer. Daneben. Ich bin echt tot. Und dann sind wir tot. Boah, ich hab eigentlich gerade voll den Bock dazu, dieses Spiel weiterzuspielen, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt gucken, ob wir vielleicht noch irgendeine Waffe dagegen haben. Vielleicht den Homing T immer mal treffen, wenn sie. Weil das macht eindeutig mehr Schaden als unsere Auto-Attacks, so ganz normal. Shit. Okay, so geht's auf jeden Fall überhaupt nicht. Ich brauche wieder meinen X-Buster. Ich nehme einfach immer die ganz normale Attack. Ich lade einfach mal auf. Mal gucken. Die bleibt hier. Bin wieder ausgeguckt. Aber sie ist jetzt fast auf dem gleichen Energielevel wie wir. Ja, super, war natürlich gleich mal wieder klar, dass sie bis nach hier hinkommt. Jetzt wird sie nämlich da. Da hat man wieder voller. Ne, da hat man wieder einfach da hier getroffen. Und wie treffen die voll aufgeladen überhaupt nicht? Boah, Alter, geht der im Ring auf die Eier. Natürlich. Was, wie soll es auch anders? Voll gesessen, weiter geht's. Open State, yes, oh Gott. Das wird der längste Endgegner, mit dem wir uns jemals beschäftigt haben, ey. Mal ernst schon mal vor. Eigentlich ist der Endgegner ja relativ einfach. Man muss ihn einfach nur ausgucken. Alter, aber wenn er direkt die Kleinen macht, dann ist das sowas von unfair. Weil die machen auch mega viel Damage. Und dann kommt er auch noch bis zu einem hin. Das ist ja das riesige Problem, diese Scheißspinne. Was ein fieser Boss, ey. Ich hasse diesen Boss jetzt schon. Und vor allem immer diese Kleinen. Würde er die gar nicht machen, wenn er gar nicht mal halb so schlimm, dieser Boss. Ich hab wieder gesessen. Boah. Alter, ernsthaft. Ja. Da habe ich mir wieder falsch ausgeguckt, weil ich mich mit den Kleinen beschäftigen muss. Super entwickelt, dieses Spiel. Ihr habt Leute dazu gebracht, Kinder dazu gebracht zu verzweifeln. Seid ihr jetzt glücklich?
müssen. Also bis nach hier. Wieder hier. Wieder bis nach hier zurück. So, bis nach hier kommen. Und da wird er bleiben. So, den haben wir auch wieder gut getroffen. Er wird nach dahin gehen. Der ist unter unserem Energielevel. Ist da mal ein Abpraller gemacht. Kleiner. Normal getroffen. Das soll es Hauptsache irgendwie treffen. Er muss unter unserem Energielevel bleiben. Dann haben wir eine gute Chance. Okay, weiter geht's. Schon wieder die Kleinen! Scheiß Boss, ey! Mit Handlangen, das sind voll viele immer gegen einen. Okay. Aber wir kriegen ihn wieder runter. Lange macht das nicht mehr mit. Ich hoffe mal, dass man das schaffen wird. Lange macht das nicht mehr. Noch 5 Punkte. Daneben. Scheiße. Er bleibt da. Noch 2 AP, noch ein aufgeladener Treffer. Nein, er wird es doch töten. Ach du Kacke, bitte jetzt keine Kleine mehr. Nein, ja, ja! Geil! Boah, ey. Was ein Boss, ey. Was ein Boss. Alter, ey. Boah, der war zu verzweifeln, ey. Geil. Alter, war der hart. Richtig hart zu knüppeln, ey. Nein, da wollte ich gar nicht rein. Das können wir direkt wieder rausgehen. Auf jeden Fall haben wir Sigma Stage. Wir haben das erste Mal wieder ein Stückchen weiter geschafft. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier raus und erstmal wieder in Sigma Stage rein. Mal kurz. Wie lange ist denn jetzt wohl schon die Aufnahme? Ich guck mal kurz, wir werden einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns so. So, bis 13.08 Uhr. Ja. Weiter geht's. Bis 13.08 Uhr mache ich jetzt also 10 Minuten noch. Und dann sind wir in der nächsten Stage of Sigma. Mal gucken, wie fertig die Stage ist. Also, wir kommen erstmal Standard-Flinderbäuse und Packen. Ging schon nicht ganz so hart zu sein. Also, überhaupt nicht am Aufnehmen. Mal kurz am Gucken. Aber ich hab da mal Angst, dass ich nicht aufnehme. Doch, ich nehme auf. Gut. Vogel. Und du scheiß Fledermaus. Wir sind ja schon beim ersten Zwischenboss. Pingo! Hey, gegen was bist du denn allergisch? Du musst doch einfach nur wissen, gegen was du wohl allergisch bist. Bestimmt gegen den Cutter, wetten wir?
Ich wette mal, das ist die Waffe, gegen du allergisch bist, Pingo. Ah, ich benutze dagegen mal etwas Feuer. Dann geht das etwas schneller. Ja, das ist sehr effektiv. Feuer! Aua. Feuer! Ich kann das nicht mehr lange machen. Aua. Scheiße, ausgewichen. Feuer! Ah! Stirb! Feuer! Feuer! Keine Energie mehr. Und dann dazu jetzt das Rolling Shield, ne? Nein, du wirst es nicht umbringen. Auch wenn es so ziemlich gerade dein Plan ist, wenn man das so erkennen kann. Ja, komm. Und der ist wieder down and down. Der hält mal wieder nichts aus. Aber wir haben uns ganz schön kassiert, weil wir ein bisschen aggressiv waren. Wir hätten ja auch vorsichtiger rangehen können, so wie damals beim ersten Mal, als wir den besiegt haben. Und somit geht's weiter. Und wir machen jetzt den Safe State. Den üblichen. Weiter geht's. Ich mal so sagen, in dieser Folge laufen wir weiter Richtung dieser Seite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Robot. Und der will uns. Das sehe ich jetzt schon. Wie er uns will. Geht da raus. Stirb. Gut. Ich brauch Leben. Irgendjemand mit Leben? Danke. Ist gut. Oh, da ist wieder ein Robot. Jetzt habe ich einen Robot. Haha. Das könnte mir alle gar nichts mehr. Scheiße, jetzt muss ich da wieder raus. Vielleicht schön gesehen, dass ich ein bisschen mehr bekomme. Danke. Okay, das war so eigentlich nicht angeplant. Okay. Mann, der detoniert gleich. Jo. Einfach gewesen, du wirst auch einfach sein. So. Komme ich eindeutig leichter durch. Naja. Puh. Und gleich klasse jetzt irgendwie wieder gucken. Das ist gegen jeden Fall super effektiv, das weiß ich leider nicht. Also Feuer war es auf jeden Fall nicht, das war irgendwas anderes. Sparks vermutlich auch nicht. Das war's. Ich hab gesagt, wir machen das einfach so wie Feuer auch mit dem Megabuster. Wir haben jetzt zwar all die Waffen, aber wofür? Wir können ganz einfach mit dem Megabuster planen.
Eier. Machen wir mal wieder platt diesen Kerl, der kann ja eigentlich nichts. Los, stirb, stirb. Oh Gott, flatter, flatter. Oh, bist du ein kleines Piepmatzieren? Komm, komm, komm. Na, jetzt kommt er wieder mit seinen geilen Stunts. Aua, da bin ich ausgewichen. Da bin ich leider nicht richtig ausgewichen. Da auch nicht irgendwie, weil er irgendwie nicht dasht. Oh, flatter, 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 flatter. Noch ein paar HP. Komm, komm, komm. Ach komm, sei kein Spaßverderber. Und aufladen, aufladen, aufladen. Ich bin ein Vogel. Ja, dann haben wir den Vogel genudelt. Weiter geht's. Ich komme hier irgendwie ein weiterer Endgegner. Also hiernach werde ich auch erstmal wieder aufhören mit diesem Part. Also in 2 Minuten ist der Part zu Ende. Da willst du mich jetzt verarschen, soll ich da denn bitte drankommen? Okay, aua, aua, aua. Dann komme ich in eine geeignete Stelle zu finden zum Part beenden. Hier wird wieder der Endgegner kommen. Das heißt, ab hier werden wir jetzt den Part beenden. Den Endgegner werden wir dann den nächsten Part besiegen. Jetzt haben wir nämlich 16 Minuten, jetzt haben wir 17. Danke fürs Zuschauen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder als Let's Play Mega Man X Spyro Ma Pa LP. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.